Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf meinem Kanal hier bei Mehmet Oey. Es gibt wieder was Neues und zwar hat die Firma Ventru mich mal angeschrieben, ob ich für sie ein Produkt vorstellen kann. Und zwar dieses schöne Dashcam. So schaut das Teil aus. Wie ihr sehen könnt, noch alles nagelneu. Sie haben mir auch noch eine Speicherkarte mitgeschickt direkt, weil es nicht im Umfang mit drin ist. Wir packen das Teil mal aus und werden es dann natürlich einbauen, probieren, testen, ob das Ding was taugt, damit ihr eine Entscheidung treffen könnt, ob ihr so ein Teil euch bestellt oder nicht. Auf geht's! So Leute, dann packen wir das Teil mal aus. Wie ihr sehen könnt, Siegel ist sogar noch drauf. So, jetzt ist es entsiegelt. Hier könnt ihr auch noch mal sehen, Nexus 4 Pro 4. Erzähle ich euch gleich, was es damit auf sich hat. Aber erstmal aufmachen. Wow, das sieht doch schon mal gut aus. Beschreibung. Okay. Dann haben wir hier das Hauptteil, die Hauptkamera, wie ihr sehen könnt. Können wir mal auspacken, vorsichtig. Erstmal alles raus und dann sehen wir das. Wow, das sieht ja mal klasse aus. Ja, ich lege es mal vorsichtig hier zur Seite. Das ist wohl die andere Kamera. Die Heckkamera, besser gesagt. Gleichzeitig beim Aufnehmen. So, was hat er hier noch? Ah, da kann man hier sowieso eine Schachtel, haben die extra hier so zum Rausholen für die ganzen Kabelgedöns. Hier, ach, da unten gibt es jetzt noch weiter. Mal gucken, was hat er hier noch alles drin? Oh ja, viel Papierkram, viel Sachen. Boah, ich brauche hier erstmal Platz. Was hat er hier noch? Und nochmal so ein Werkzeug. Ich lege das mal zur Seite alles. Und hier ist auch nochmal was drin. Und zusätzlich nochmal eine Beschreibung. Aber diesmal nicht so ganz klein. Auch ohne Brille kann man es lesen. Und diverse zum Saubermachen. Auch nochmal zum Saubermachen. Auch nochmal zum Saubermachen. Klebefolien. Ja, für die Scheibe. Und normalerweise, wenn das drauf ist, beschützt. Ich glaube auch nicht, dass jemand das an sein Auto dran macht. Gelb, ja, ist eigentlich Werbung. Mal schauen, ob ich das dran mache. Eher nicht. So, dann hat mir Ventru ja auch noch so eine Speicherkarte mitgegeben, was im Lieferumfang nicht drin war. Das hier ist die richtige. Da müsst ihr eben halt drauf aufpassen, dass es A2 heißt und 4K und eben halt eine schnelle Speicherkarte, 128 GB, das müsste reichen. Ich habe gleich gar keinen Platz mehr. Was ist denn hier noch drin? Mal gucken. Auch nochmal Kabel und nochmal Kabel. Wo ist der Zigarettenanzünder? Ach, der ist wohl hier drin irgendwo. Ja, der ist hier noch mit drin. Ja, mit C-Buchse, hatte ich vorhin gelesen. Ich packe mal alles aus und zeige euch das gleich alles in Einzelnen. So, jetzt habe ich mal alles ausgepackt. Das hatten wir ja gerade schon erzählt. Das kennt ihr jetzt ja auch schon mittlerweile, die ganzen Sachen. Aber das hier ist interessant. Ich habe mich schon mal ein bisschen schlau gemacht. Und zwar hat das natürlich so einen extra Kleber. Ja, wenn man das ab, kann man kleben. Den gibt es aber auch nochmal extra Ersatzklebepads. Ja, einmal für den hier. Und dann nochmal den kleinen für die Heckkamera. Wenn ihr mal ein anderes Auto habt oder so. Oder der mal durch Hitze irgendwie runtergefallen ist, dann habt ihr immer noch Reserve.
Das ist auch sehr interessant. Warum ist das interessant? Wenn ihr den Zigarettenanzünder billigt, könnt ihr ja nicht mehr euer Handy laden zum Beispiel. Der hat hier extra nochmal sogar in Rot, ja, Schnellladen, auch nochmal für das Handy aufzuladen, wenn ihr nur einen Zigarettenanzünder habt. Auch natürlich im Bus, wenn ihr 24 Volt habt oder LKW, kann man das Teil natürlich auch benutzen. Den gibt es mit verschiedenen Längen. Der hier ist mit 6 Meter. Den gibt es aber auch nochmal mit 9 Meter lange Kabel, wenn ihr zum Beispiel ein Wohnmobil oder so habt. So, kommen wir jetzt hier zu diesem Teil. Natürlich beim Kleben muss das alles abgemacht werden. Aber wir gehen ja nachher ins Auto. Wenn Wetter gut ist, dann können wir das machen. Mit sehr schöner Linse. Das wird hier so ans Auto dran gemacht und das hier ist ein Magnetverschluss. Wenn das jetzt am Auto klebt, schaut mal, der müsste sich jetzt einfach hier so von selbst, zack, ich habe es schon gespürt, ihr könnt es noch nicht gespürt haben und hält. Ja, der wird dann eben halt richtig rum, müsst ihr das dran machen und dann nimmt er Front auf und natürlich auch die Innenkamera. Deswegen eins, zwei, drei Kameras. Ja? So, wir gehen mal ins Auto und schauen mal, dass wir das Ding am Laufen kriegen. Bleibt dran! So Leute, ich werde das mal in dem 1er BMW einbauen, weil ihr wisst ja, ich hatte ja schon mal sowas vorgestellt hier von einer anderen Firma. Den musste man da dranhängen. Ja, aber wie ihr sehen könnt, von der Hitze sind die immer abgegangen hier. Der ist schon öfters runtergefallen auch. Den kann ich natürlich noch weiter verwenden. Das neue Teil liegt da. Hier liegen ja auch schon die ganzen Kabel. Aber wie ihr sehen könnt, ganz anders als was ich jetzt habe. Also die kann ich gar nicht übernehmen. Ich müsste komplett neue Kabel ziehen. Das ist eine ganz alte Buchse hier. Aber ich hatte die damals so schön verlegt. Ja, und die Heckkamera, wie ihr sehen könnt, die hatte ich auch damals hier so verlegt. Ich versuche jetzt mal auf die Schnelle euch das auch zu zeigen. Der läuft dann hier über den Holm hier da hoch. So, jetzt schauen wir uns das Teil aber erstmal an. So, ich habe mal alles ausgepackt. Zur Erinnerung nochmal, hier sind die ganzen Kabel. Den brauchen wir gleich für Zigarettenanzünder, für Strom. Das ist der Halter. Kamera, Kabel für die Heckkamera, 6 Meter und ja, beinahe vergessen, die Speicherkarte. Die tun wir jetzt auch als erstes schon mal rein. Auch direkt original Ventru, könnt ihr euch auch direkt bestellen. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht. Der hat das hier auf der Seite, das ist mit einem Magnetverschluss. Den kann man einfach so zur Seite, auch während der Fahrt, mit einer Hand eigentlich auch, aber ich habe jetzt Kamera und mit links ist immer blöd, aber den kann man hier so hochziehen. Der bleibt hier auch hängen. Ja, ist mit einem Magnet, wie gesagt. Und bricht aber auch leicht ab, habe ich gelesen. Müsst ihr aufpassen, immer vorsichtig. Und hier kommt dann die Karte gleich rein. So, SD-Karte ist drin. Und jetzt können wir den mal anschließen. So, das alte ist auch noch hier dran. Das tun wir mal zur Seite. Und hier kommt gleich unser neues, ja, der hat das hier auch, aber mit diesem Schnellladesystem. Der kommt dann nachher hier so rein. Und man kann zusätzlich dann auch noch mal hier eben halt Handy oder was anderes zum Laden gebrauchen. Weil das hier ist ja auch eine C-Buchse. So soll ja auch die ganzen Geräte demnächst alles werden. Und damit wir natürlich Strom bekommen, habt ihr hier noch eine Buchse, ist auch eine C, aber nicht hier für Strom, weil das ist für die Rückkamera, wie ihr sehen könnt. Der richtige Stromabnehmer, beziehungsweise das Kabel, das ist hier auf dem Halter drauf. Ja, der Halter, der muss erstmal da rein. Und dann könnt ihr sehen, hier irgendwo da unten, da ist dann der Hauptanschluss für richtig Power. Ja, deswegen muss erstmal der Magnetschalter hier, Halter, hier so rein. Mit einer Hand ist das immer blöd. Mein Kameramann ist heute nicht da. So, einfach mal hier so freiziehen. Wie gesagt, mit einer Hand ist das immer blöd.
Aber nachdem ihr das abgezogen habt, erscheint hier auch schon direkt das Display, was dann später hier da oben dran gemacht wird. Und dann habt ihr auch das Display direkt vor euch. So, ich gebe den jetzt mal gleich Power. So, Power hat er jetzt. Oh, geht auch schon direkt an. Okay. Ist auch richtig viel langes Kabel mit dabei. Also egal, was für ein Auto ihr habt. Und jetzt muss ich mich im Menü mal alles durchlesen. Language steht da ja schon. Englisch wollen wir nicht. Das kann ich aber alles nicht mit einer Hand. Ich stelle schon mal alles ein und mache dann direkt mit euch weiter. Mit einer Hand ist echt blöd, Leute, aber irgendwie müssen wir da durch. Ich habe gerade versucht, als ob es Touch ist am Display, wartet, mit einer Hand hier so zu drücken und so, geht nicht. Der hat keinen Touch. Hier unten sind die Einstellungen. Wenn ihr hier drauf drückt, wartet, dann könnt ihr ändern, was es so gibt, Italiano, Deutsch. Jetzt haben wir Deutsch und dann könnt ihr hier mit dem hier OK-Taste hier unten drücken. Und dann weiter. Ich mache alles mal, die ganzen Einstellungen, Zeit und so, und zeige euch gleich weiter. Wo ihr nicht dabei wart, wo ich am Einstellen war, hier habe ich mal gerade gestoppt. Da könnt ihr die Uhrzeit einstellen, Datum einstellen, welches Format. Und 50 Hertz habe ich den mal eingestellt, 60 hätte ich den auch einstellen können. Und natürlich 5G-Netz oder 2G-Netz. Je nachdem, wo ihr seid, könnt ihr euch, wie gesagt, auswählen. Alle Dateien werden gelöscht. Nein, will ich nicht. Also Karte formatieren. Genau, das könnt ihr auch natürlich machen, da ja nichts drin ist, aber der muss formatiert werden. Die Formatierung läuft. Müsste eigentlich gleich zu Ende sein. Und dann ist das Ding, glaube ich, startklar. Formatierung erfolgreich. Ja, und wir haben schon das erste Bild. Ah, warum zeigt er jetzt so verschwommen? Ah, der zeigt schon beides direkt. Schaut mal, der hat die Frontkamera, da könnt ihr das hier sehen. Ja, und die Heckkamera, die zeigt aber jetzt irgendwie so blau. Warum? Kann ich euch auch zeigen. Weil da noch das Teil dran ist. Wie gesagt, mit einer Hand echt blöd. So, jetzt habe ich das die Folie weggemacht. Jetzt könnt ihr auch mich schon direkt sehen, wie ich am Filmen bin. Da bin ich, ja. Und natürlich auch die Front. Heckkamera haben wir ja noch nicht angeschlossen. Wenn wir das auch angeschlossen haben, dann ist alles fertig. Wie gesagt, alles so euch Einzelheiten zu zeigen, dauert zu lange und mit einer Hand alles blöd. Aber hier oben könnt ihr auch die ganzen Symbole und alles sehen. Wie gesagt, ihr müsst, wenn ihr das eingebaut habt, am besten vorher schon alles richtig durchlesen. Ich bin wieder ein Stück weiter gekommen. Ich komme gar nicht zum Einbauen. Hier könnt ihr nochmal Sprache und so nochmal alles ändern, aber auch hier WLAN, ihr könnt euch mit dem WLAN verbinden. Spracherkennung hat er sogar auch und Sprachbefehle kann man dem sogar auch geben. Wie gesagt, muss alles eingestellt werden. Ich habe auch gefunden schon, was ich gesucht habe, und zwar das Passwort. Könnt ihr euch verbinden mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und Name N4 Pro. Wenn true, dann könnt ihr euch verbinden. Wie ihr sehen könnt, hat er es auch schon direkt erkannt. Dann könnt ihr euch damit verbinden. Passwort, hatten wir ja gerade gesagt, geht natürlich mit einer Hand wieder schlecht. Ihr könnt euch natürlich so eine App von Ventrue runterladen, egal vom App Store oder von Google Play. Einfach hier steht auf der Verpackung hinten, den QR-Code einscannen und schon habt ihr auch die App. So Leute, hat alles wunderbar geklappt, ist verbunden, auch mit dem Handy. Wie ihr sehen könnt, könnt ihr das Handy oder wenn ihr jetzt hier was Größeres habt, ein Tablet oder so, damit natürlich alles kontrollieren, aufnehmen, ja, was er so zeigt und es dann später hier am Handy auch, oh, jetzt muss ich mal so machen, da ist er. Ja, so sieht das Teil dann aus. Der nimmt mir jetzt gerade die Frontkamera, weil mit einer Hand kann ich den nicht umstellen. Ansonsten hat er auch natürlich, wenn ihr Front habt, die Frontkamera, was ihr sehen könnt. Sieht schon komisch aus. Ich jetzt dreimal überall. Ihr könnt natürlich auch nur Frontkamera aufnehmen, hintere Kamera aufnehmen, wie ihr wollt.
So Leute, jetzt kommt die hintere Kamera dran. Die wollen wir natürlich auch ausprobieren. Dafür ist ja das mitgelieferte Kabel auch alles mit USB-C. Hintere Kamera, da hat er hier einfach nur reinstecken. Und für die vordere, also hier an dem Hauptgerät hatte ich euch ja gesagt, hier unten war ja für Strom, nicht da anschließen, sondern ihr müsst den so da anschließen für Power. Wenn wir den jetzt hier anschließen, so, da müsste gleich auch schon die Rückkamera kommen. Ich zeige euch das gleich. So, zu Demo-Zwecken zeige ich euch das mal hier, weil einbauen mache ich das gleich erst. Hier habt ihr jetzt die Frontkamera, die erste. Das, wo ich jetzt mit dem Finger zeige, das bin ich. Das ist diese Kamera hier. Und hier unten das hier, wartet. Ich zeige euch das jetzt mal auch zu mir hin. Jetzt müsste ich mich da auch selber sehen. Wo bin ich denn? Ich kann mich selber gar nicht sehen. So, und das bin ich. Das ist sozusagen die Rückkamera, wie ihr sehen könnt. Ja. So. Wenn das natürlich dann hinten ist, mit dem Fischauge, könnt ihr dann alles so sehen. Alle drei Kameras gleichzeitig, oder ihr könnt auswählen, ob ihr nur hinten gucken wollt. Wenn ihr sehen wollt, dass da eine hübsche Frau hinten ist oder so ein Mädel, könnt ihr nur die hintere Kamera und sie euch betrachten. Ja. Der Einbau, der muss erstmal sauber gemacht werden, die Scheibe hier mit diesen Tüchern, die dabei waren. Ja. Und ganz zum Schluss natürlich dann auch noch, wenn alles sauber ist, da ist auch so ein Anti, ihr müsst nur aufpassen, wenn ihr Heizung habt, hier diese Ford und so hat das ja gerne so Heizungen, dann nicht einfach so da drauf, dann so eine schwarze Fläche suchen, die haben ja meistens dann hier so eine schwarzen Flächen, wo ist mein Finger, so eine schwarze Fläche, am besten die Kamera, das Dashcam so platzieren, das ist dann eben halt das natürlich hier abziehen, das Schwarze, und dann so befestigen, dass man auch an dem Display kommen kann. Wenn, was habt ihr davon, wenn ihr das hier hinten habt, hinter dem Spiegel, ja, dann könnt ihr das ja Display gar nicht sehen. Ungefähr so in diesem Bereich müsste der dann schon sein, dass ihr auch das Display sehen könnt. Ja. So, dann fangen wir mal an, das alte Kabel von dem alten Gerät hier so zu entfernen. Ja, ich könnte hier so sehen, wie ich sie damals so verlegt habe. Und genau so hier an dem Holm entlang werde ich das alles verlegen. Und ja, zeige euch gleich, wie es weitergeht. Einfach mal hier alles wegmachen. Kabel habe ich schon durchgezogen. Ich weiß ja, wie ich es verlegt hatte. Wie gesagt, ich mache es jetzt richtig offiziell hier. Und dann geht es dann hier durch bei dem BMW. Wichtig ist dann nachher, damit es keine Knickpunkte gibt, dass das Kabel hier durchkommt, hier in den Holm rein, und das hier, der kommt jetzt gleich ab, und dafür kommt gleich der neue Ventru. Leute, ich habe das schon hier durchgezogen, wie ihr sehen könnt. Am besten das lange Teil erstmal hier bis nach vorne hin. Nachher, wenn ihr es umgekehrt gemacht habt, dann habt ihr hier vielleicht zu wenig oder zu viel und vorne fehlt euch das. Deswegen erstmal hier rausziehen und dann verlegen. So, ordnungsgemäß alles verlegt. Auch hier ist auch alles zu. Den habe ich jetzt mal hier in der Mitte. Habe ein bisschen raushängen lassen. Kann ich noch reinstecken. Weil das ist jetzt die Kamera. Jetzt müssen wir nachher nur noch einen guten Platz hierfür finden. Das machen wir aber gleich, wenn alles angeschlossen ist. Dann suchen wir uns ein schönes Plätzchen aus für den, dass er dann so nach hinten hin zeigen kann. Man kann es auch hier an der Ecke machen. Oder hier, am besten da, wo kein Draht ist. Aber bei dem hier, ja, hier ist ein bisschen mehr Platz. Mal schauen, vielleicht mache ich es ja auch so rum, hier irgendwie so dran. So, aber erstmal ein bisschen nach vorne weiter verlegen. Nachdem ihr alles angeschlossen habt, ihr müsst, wie gesagt, darauf achten, dass der bisschen dickere Kabel für die Heckkamera ist.
und für Power, der ist auch ein bisschen so abgewinkelt, da oben dran kommt. Ja? Und jetzt müsst ihr eben halt nur noch ein Plätzchen finden, je nachdem, was für ein Auto ihr habt, um den da dran zu machen. Ich guck mal, was für eine Position ich gleich finde und zeige euch das gleich. So, hält schon mal. Und jetzt hier einfach die andere Folie hier auch noch mal wegziehen. Und jetzt können wir dieses Teil hier auch noch mal erstmal, boah, mit einem Finger blöd. Wo ist mein Finger? Da. Ich finde den Finger nicht. Das hier auch abziehen und dann könnt ihr es kleben. Ich mache das mal und dann sehen wir gleich, wie er hängt. So, das Ding hängt. Ich kann genau schön gucken. Ne? Hängt wunderbar. Kabel habe ich so schön verlegt. Sieht man nichts mehr von dem Holm. Ich zeige euch mal, wie er von außen aussieht. Moment. Wir haben auch ganz beschissenes Wetter. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Die Luftblasen, die gehen nachher weg. Aber ansonsten sieht es dann natürlich, jetzt blendet das zwar, aber man müsste mich gleich so sehen können. Jetzt noch die Heckkamera. Bevor es dunkel wird, hier ist das Teil. Ich habe mich entschlossen, den hier so zwischen den Heizstäben, so, ihr seht das gar nicht, so hier zwischen den Heizstäben hier anzubringen. Ich muss jetzt nur mal gleich vorne anmachen und gucken, dass ich den auch richtig so einstelle. Man kann nämlich diesen Kopf hier, wartet, diesen Kopf hier, die Kamera natürlich auch so drehen. Ne? Aber so, denke ich mal, müsste das hinhauen. Ja, im Prinzip das gleiche auch wieder mit der Folie und so. Ich mache alles ready, dann sehen wir uns wieder. So habe ich das gelöst. Ne, mal gucken, ob wir jetzt gleich Bild und Ton haben. Von außen sieht man eh nichts, weil er ja schon bedeckt ist. Sieht man nichts, aber die Kamera ist ja da. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich gebe ihm mal Zündung. Dann gebe ich ihm mal Saft. Da bin ich jetzt mal gespannt. Okay. Strom hat er schon mal. Auch gut. Ja, alle drei Kameras sind da. Hinterkamera, Frontkamera, der hier. Muss ich gleich noch alles einstellen. Und für vorne. Das kann ich dann hier so drehen. Und hier kann ich mich selber so einstellen. Da ist der Kopf weg. So, ich stelle alles ein. Dann machen wir natürlich da nachher. Ja, ich kann auch alles sehen während der Fahrt hier so, jo. Gefällt mir. Ja, jetzt ist er noch gerade. Das habe ich euch ganz am Anfang vergessen. Das hier ist zum Beispiel, wenn etwas passiert und ihr wollt was speichern, das hört ihr auch gleich, klicken, einfach mal draufklicken, so, cool, hört mal. Foto gemacht. Ne? Also wenn jetzt nicht der Tannenbaum hier, wenn etwas ist und ihr wollt das mal festhalten, einfach mal draufdrücken. Zack. Ne? Wunderbar. Und hier können wir dann gleich noch spielen. Mal gucken, vielleicht kann ich das jetzt auch noch machen. Ja, jetzt bin ich hier die Frontkamera hier vorne. Wenn man weiter drückt, nur hinten, ist sogar noch richtig gut eingestellt. Okay, das sind die Heizstäbe, aber das geht. Mal gucken, wie das nachher im Video aussieht. Aber so ist schon nicht schlecht. Ich kann ihn ein bisschen noch drehen, nach unten kippen und jetzt nur noch nur Front. Na, das scheint auch in Ordnung zu sein. Wartet mal. Wo ist meine Motorhaube? Da ist die Motorhaube, genau die Grenze von der Motorhaube. Wir sehen das nachher auf der Straße natürlich noch besser. Super, alles geklappt. So, normalerweise müsste der auch mit Ton aufnehmen. Bringen wir da mal ausprobieren. Ich habe hinten nochmal die Kamera eingerichtet. Aber der springt immer wieder, wenn ich was mache. Rum. So, jetzt haben wir alle drei Ansichten, wie ihr sehen könnt.
So Leute, wir machen jetzt mal eine Probefahrt. Mal gucken, ob das alles so klappt. Das hier blendet natürlich hier. Ne, das ist hier meine Werbung. So, wenn wir jetzt hinten gucken wollen, eigentlich könnten wir doch... So, das ist die Kamera für hinten. Also wenn man das weiß, wie das geht, kann man einfach mal umdrehen. So, und jetzt machen wir wieder vorne. Nur für vorne bitte. Nur für vorne. So. Nur für vorne. So. Und wir machen unsere Probefahrt. Mal gucken, ob die Aufnahmen gut werden. Ich hoffe, ihr könnt mich auch hören, sonst muss ich das nachvertonen. Ich hatte eigentlich Lautsprecher bzw. Mikrofon angemacht. Also ich kann alles super sehen. Ich habe das jetzt mal auf dem kleinen Display von dem Gerät und mich gleichzeitig auch nochmal mit dem Handy verbunden. Wenn ihr natürlich so ein CarPlay-System habt, dann könnt ihr das natürlich auch bei euch auf dem CarPlay, auf dem Display euch anschauen. Ja. Und der zeichnet ja auch alle drei Kameras gleichzeitig auf. Ich bin jetzt zwar nicht im Bild, ne? Ich kann mich jetzt mal auch mal in Bild setzen, mal gucken, ob das auch klappt. Ja, seht ihr, das bin ich. Wenn ich dahin gucke, dann gucke ich auch in die Kamera. Ansonsten, ja, einerseits ist das gut und einerseits natürlich, ob man jetzt Schulterblick gemacht hat und so, kann man auch direkt gucken. Mit der Kamera ist natürlich schön für Taxifahrer oder so, ne? Wenn mal jemand dem Taxifahrer an die Wäsche will oder so, dann ist er sofort dran. Der weiß das vielleicht nicht, aber es gibt ja so einen Aufkleber, den zeige ich euch gleich auch noch. Und ich ziehe mal Bauch ein, voll fett. Und vorne könnt ihr sehen, schon wegen Hochwasser alles gesperrt. Ich fahre mal eben zum Betrieb, eine Runde drehen, dann fahren wir wieder zurück. Und eine Nachtfahrt machen wir natürlich später auch noch. Ich schalte mal jetzt die Kamera wieder um. So, das ist jetzt für hinten. Ne? Sowieso auf hinten eingestellt hat. Vorne sieht man ja sowieso selber. Seht ihr, hier sind jetzt so Schaulustige, die da trotzdem reinfahren. Ich fahre jetzt rein, weil ich auf den Betrieb will. Ab hier wegen Hochwasser gesperrt. Es dämmert auch jetzt schon ein bisschen. Bin mal echt gespannt mit der Nachtsichtkamera und so. Da hinten die ganzen Fußgänger, die gehen sich das Schauspiel anschauen, weil wir ja hier an der Lippe Hochwasser haben. Ne? Ich habe sogar welche gesehen, die sind trotzdem noch darüber gefahren. Und ja, hoffentlich werden sie dann erwischt. So, ich fahre nochmal auf den Betrieb, Hof. Dann drehe ich wieder zurück, da wo ich das Gerät eingebaut habe, oder wir machen ja, wir können auch hier weitermachen, mal schauen. Ja, der nimmt wirklich alles richtig schön auf. Ja, und ich hatte den ja auch nicht so sensibel eingestellt, diesen Crash, und bis jetzt hat er sich selbst noch nicht ausgelöst. Ja. Und so während der Fahrt habe ich auch noch gesehen, man kann den sogar, wenn man mit dem Handy verbunden ist oder mit einem anderes Teil, Kilometer, wie viel man Kilometer gefahren hat und sowas alles, wie schnell die Höchstgeschwindigkeit war, misst er auch alles, weil er ja mit GPS verbunden ist. Wirklich toll. Jetzt hat er was ausgelöst. Ne, jetzt... Gut, wir brauchen gar nicht rausgehen. Habt ihr gemerkt, hier ist ja dunkel. Dann ist direkt Infrarot angegangen. Und deswegen haben wir jetzt hier schwarz-weiß. Ne? Schwarz-weiß, aber nimmt richtig gut auf. Hier ist schon richtig dunkel drin. Ja, der hat das sofort erkannt. Hier ist so ein Sensor drin. Ja, wunderbar. Was will man mehr? Ne, bin total zufrieden damit. Wir warten noch ein bisschen. Ich gehe in der Zeit was essen.
Dann drehen wir nachher abends noch eine Runde, wenn es richtig dunkel ist. Und dann haben wir, glaube ich, das geschafft. Ja, also bis jetzt gefällt sie mir. Ja. Und vorne, ach so, vorne wollte ich ja noch gucken, ob ich das richtig eingestellt ist. Mal gucken. Ja, das ist die Motorhaube. So viel Motorhaube braucht man nicht. Wenn man so ein bisschen die Umrisse von der Motorhaube sieht, ist schon okay. Aber ich glaube, ich habe den so ein bisschen schief gemacht. Mal gucken, ob ich den noch gerade kriege hier. Ja, jetzt ist die Motorhaube auch... Moment. Nee. So müsste jetzt gerade sein. Ja, so lasse ich das auch. So, da bin ich mal gespannt. Als erstes, wenn man reinkommt. Ja, sofort, wenn Zündung an ist, ist das Teil auch sofort startklar. Dann können wir die Nachtfahrt beginnen. Sofort, wenn Zündung an ist, ist das Teil auch sofort startklar. Das nimmt das schon mal auf. Sehr gut. So. So haben wir. Und dann kann man eben halt dagegen angehen. So. Ich bin wieder zu Hause. Boah, es war kalt draußen. Aber wir haben es geschafft, diesen schönen Fentru Dashcam einzubauen, zu testen, euch vorzustellen. Ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Und ich nehme euch so ein bisschen bei der Entscheidung, ob ihr euch so ein Teil kaufen wollt. Es gibt so viele Sachen auf dem Markt. Da ist wirklich Rad teuer. Und bei mir kriegt ihr es umsonst. Ich habe es getestet. Ihr könnt mir vertrauen. Wenn ich es bei mir selber eingebaut habe, dann wird das Teil wohl auch gut sein. Das andere war ja auch okay, was ich davor hatte. Ein paar von euch haben mir auch schon bestätigt, dass sie das gekauft haben und das Teil wirklich gut war. Ich freue mich natürlich, wenn ihr immer dabei seid, wenn ich neue Vorstellungen mache. Es gibt nächstes Mal wieder etwas von so einem CarPlay und ein Handy ist noch im Anflug aus China. Diesmal, ich glaube, doch auch wieder ein Duji. Bleibt einfach dran, dann werdet ihr immer informiert bei solchen Sachen, ob die Dinger was taugen oder nicht. In diesem Sinne, macht's gut, bis in einem anderen Tech-Video hier bei den Tech-Videos auch von Mehmet Oe. Bis dann, ciao Leute.